Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warframe. Heute gehen wir mal nicht in der Sternkarte weiter, oder was heißt nicht in der Sternkarte weitergehen. Wir machen schon einen Teil von der Sternkarte, den wir eigentlich auch brauchen, und zwar hier den Yordas-Golem. Und ich würde sagen, wir gehen da auch direkt mal rein. Attentat, Arkwing, Yordas-Golem, genau, gegen Befallene. Das machen wir direkt mal. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir den besiegen werden heute in der Folge. Ich hätte mal gedacht, dass wir den vielleicht ein paar Mal machen. Je nachdem, wie lange wir dafür brauchen. Aber wir müssen es erstmal 1000 Meter laufen. That is not enough for him. You are just like all the others. You won't kill the golem. I don't want you to. Ach so. Calm yourself. Cephalon to Cephalon, we are here to help. I see what you're doing. You aim for the parts, just like the others. Greedy scavengers. You do not care about Georges. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. What have I got you into? Feel that? The golem. He's coming. Get into position. Ja, ich habe jetzt hier ehrlich gesagt nicht die perfekte Waffe dabei, wenn ich das so sagen kann. Ah, wobei, doch, ging. Ha, gut. Okay, ich wollte gerade sagen, mit der Fulmin wären wir besser dran gewesen, aber ging doch. Okay, jetzt geht's los. Ja, wir haben ja den schon mal in der Yordas-Regel, Yordas-Precept gemacht. I am a Cephalon. I serve my... You are our voice. Ja, genau, deshalb haben wir den ja schon gemacht. Und wissen schon, wie der geht. Deshalb können wir es auch hier überspringen. Okay. Und da müssen wir jetzt einfach ein paar Mal draufballern. Und ein paar Schüsse sollten eigentlich auch reichen. Ja. Das war's, glaube ich, auch schon. Okay. We've got infested in coming. Please end this. We are endless. Ich bin. You need to know. I lied about Precept 44. I am not the only one. They made me say that to bait you. There are so many more. Danke, ich wollte. Ja. Wir sind irgendwie anscheinend viel, viel zu schnell. Für den Dialog, der da gerade läuft zwischen den zwei Cephalons. Oh gut, ja, wie ihr seht, bekommen wir Atlas-Teile raus. Und das können wir ganz gut gebrauchen. Ich kann eigentlich gleich mal schauen, was ich denn für Atlas schon habe, was wir da letztes Mal rausbekommen haben. Atlas. Wenn ich schreiben könnte, wäre das natürlich um einiges einfacher. Okay, wir haben die Neuroptik bekommen. Okay. Das heißt, zwei Teile könnten noch fehlen. Müssten, was heißt, könnten noch fehlen? Fehlen noch. Aber es könnte reichen, wenn wir es zweimal noch machen. Das machen wir jetzt auch mal schnell. Ich nehme die Ignis jetzt einfach nochmal mit. Die, ohne die Fulmin ging es ja auch gut. Der, mit unserem Broken War können wir da doch ziemlich gut rein. Und ich hoffe mal, dass der Dialog heute, was das heute genau, dieses Mal nicht zu lang sein wird. Mann, ich rede schon wieder scheiße. Find it. The Ferliac pods. Is that it? I really thought you would have more. Have you been using them? What? No. A few, but you said... Okay, anscheinend ist der Dialog wieder genau der gleiche. Egal, wir rushen jetzt durch. Und reden hier auch einfach drüber über den Dialog, weil... Ja, ja, weil... Kennen wir ja schon. Just like the others, greedy scavengers.
You do not care about Georges. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this vision. What have I got you into? So, und wir dürfen wieder eine Weile warten, bis der Dialog wahrscheinlich zu Ende ist. Vielleicht oder auch nicht. The Golem is here. I am sorry, Operator. Wonderful, Berliak. Wait, this is a trap? wieso kommt mir der Dialog so bekannt vor? Please, ja, das, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen nervig. Jordas, what kind of Cephalon are you? Dass man den nicht ausstellen kann und irgendwas, wenn man die Mission eigentlich schon mal gespielt hat. Dann würde es auf jeden Fall um einiges einfacher machen. Und wir ballern hier wieder mit der Velocitus drauf. Das war auf jeden Fall gut, dass ich die Waffe gemoddet habe und gekauft habe. Kann ich euch auch allen empfehlen. Für den Jordas Golem ist es auf jeden Fall eine geile Waffe und an sich ist auch eine richtig coole Waffe. Eine coole Arcwing-Waffe. Kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, jedem empfehlen, die zu machen. Gleich die beste wird es wahrscheinlich nicht sein, aber... Wobei, kommt immer drauf an, was man für ein Spiel... Was Spiel, genau, Spielstil hat. Und, was man so für Missionen spielt. We are endless. Okay, danke. Schon wieder fertig. Ja, Atlas Chassis Blaupause haben wir bekommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, System dauert eine Weile, bis wir es kommen, oder die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich geringer. Ich würde aber sagen, wir machen das trotzdem einfach nochmal, oder? Ja, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Vielleicht haben wir ja sogar Glück, dass wir das System rausbekommen. Mission wiederholen. Direkt drauf. Mittlerweile kennen wir es ja schon. Okay, Sitzung konnte nicht erstellt werden, wie es auch immer. Okay, keine Ahnung. Dann machen wir es einfach so. Starten wir es so nochmal neu. Ich kann eigentlich nebenher mal kurz schauen. Warframe Atlas. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es gedroppt bekommen? Ja, System Blueprint ist da deutlich geringer, bei nur 22,56%. Die anderen zwei Teile waren bei 38,72%. Das heißt, dass wir die Systeme jetzt rausbekommen, ist eigentlich eher gering, oder was heißt eher gering, nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht so hoch. Holy shit! So, das? Our DC ist gefunden, alles klar. Das ist schon geil, dass man Helios, wenn man da Helios dabei hat und der einfach die Sachen scannt. Weil hätte ich jetzt nie im Leben gefunden oder gesehen. Ich wäre jetzt einfach vorbeigelaufen. Machen wir mal den Juggernaut wieder kaputt. Weg mit dem. Hält nichts aus gegen uns hier. Easy. Get into position. The Golem is here. I am sorry, Operator. Kann man gleich irgendwie rausschauen? Na, man sieht aber nicht viel. Ah, man sieht nicht viel. I told you not to come. Okay. Ich sehe nichts, hallo, danke. Wieder schön aufladen, hier ein paar Mal draufballern. Dann sollte der eigentlich gleich wieder down sein. Jawohl. Und wieder den schönen Dialog abwarten. Gleich mal schauen, wie lange wir eigentlich brauchen für eine Mission. Ich
lost little things. Multiple biosignatures detected. We've got infested incoming. Please, end this. Ja, please, lass mich hier raus. Will nicht noch länger hier rumfliegen, danke. 2 Minuten 42. Geil. Atlas Neuroptik, schade wieder. Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen die Mission noch einmal. Ich glaube, die ganzen Ressourcen für die Teile zum Bauen habe ich eh leider noch nicht. Das heißt, die muss ich auch noch farmen. Aber einmal würde ich sagen, machen wir die Mission noch. Habe ich hier alles? Nee, Polymerbündel fehlen mir. Die guten Polymerbündel. Wie oft haben mir die schon gefehlt? Da habe ich irgendwie leider nie genug davon. Aber gut, müssen wir durch. Müssen wir halt nochmal ein bisschen farmen. Irgendwann mal. Vielleicht mache ich das auch mal in einem Video. Wobei das Farmen natürlich nicht so spannend ist, aber vielleicht interessiert euch das ja. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne mal sehen wollt. Ein bisschen Polymerbündel farmen. Is that it? I really thought you would have more. Have you been using them? What? No. A few, but you said... That is not enough for him. You are just like all the others. You won't kill the golem. I don't want you to. Dordis, calm yourself. Cephalon to Cephalon, we are here to help. I see what you're doing. You came for the parts, just like the others. Greedy scavengers. You do not care about Georges. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. What have I got you into? Feel that? The golem. He's coming. Ich fühle es. Aber erstmal kommt der Juggernaut hier, der wieder direkt down ist. Eine Falle. Was für eine Überraschung. Das wussten wir ja gar nicht. Haha. Komm, lass mich hier raus. Ich will gegen den Golem kämpfen. Danke. Das wäre eigentlich echt cool, dass man... Oder wenn man das machen könnte. Oder wenn halt... Wenn die das so gemacht hätten, dass der Dialog vielleicht nicht mehr kommt, wenn man den zum zweiten Mal macht. Weil ich meine, man hat es ja schon gehört. Spätestens bei der Yordas-Regel. Was heißt spätestens? Vorher kann man es ja nicht hören, aber ich finde, das eine Mal reicht eigentlich auch. Zumindest finde ich das so, aber naja. Vielleicht sind sich da nicht alle einig. Aber ich finde, da bräuchte man nicht nochmal den ganzen Dialog und die ganze Wartezeit hier. Naja, wir hoffen jetzt natürlich erstmal, dass wir hier die Systeme rausbekommen. You are the same. They fear themselves. Mission erfolgreich. Chassis, schade, schade, okay. Okay, okay. What would I have done if I had lost you? Target down. Assassination contract complete. Target down. Ja, Target ist schon lange down. Aber gut, dass du es jetzt bemerkst. Gut, ich will mal noch schauen kurz, was wir für Atlas... was wir da für Ressourcen brauchen. Diesmal schreibe ich es auch richtig, jawohl. Argon-Kristall und Kryotik, okay, und Polymerbündel. Alles klar, gut. Und die Systeme muss ich natürlich noch farmen, aber dann mache ich das natürlich irgendwie auch nochmal, irgendwann. Und Atlas werde ich dann sicherlich auch hochleveln. Ich meine, wir haben ja Atlas Prime. Wie sieht es eigentlich bei dem aus? Atlas Prime. Ja, brauche ich nur noch die Neuroptik, also... Das sollten wir auch noch hinbekommen, dann werde ich den natürlich, also normalen Atlas, auch wieder verkaufen, logischerweise. Wenn wir Atlas Prime haben, brauchen wir den nicht mehr. Aber gut, wir haben heute erstmals den Yordas Golem gemacht. Damit haben wir wirklich jede Mission jetzt auf Eris abgeschlossen. Mutalist LRV haben wir auch schon gemacht, aber wenn wir das nochmal machen wollen würden, bräuchten wir nochmal Nav-Koordinaten, Mutalist-Nav-Koordinaten, um genau zu sein.
Ja, genau. In der nächsten Folge machen wir dann vielleicht hier weiter. Auf der Sternkarte oder... Oder irgendwelche Bounties. Ich schau mal. Lasst euch überraschen, ich lasse mich auch mal überraschen. Wenn euch diese Folge aber gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr, wie immer hier auf meinem Kanal, ein Abo da lassen würdet. Würde mich mega unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ja, danke und damit ciao.